Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 24.08.2021. Einen wunderschönen Dienstag, auch wenn es regnet wie am Montag. Wie sage ich, wir machen es uns schön. So, jetzt schauen wir mal, was der Dienstag bringt. Die Wochenenergie heißt, komm in deine Kraft. Also wird uns irgendetwas erwarten. Vermute ich jetzt mal, das ist jetzt keine Aussage, das ist einfach nur eine Vermutung von mir aus. Aber am Dienstag haben wir etwas kehrt wieder. Und das muss so sein. Also das, was jetzt wiederkehrt, muss so sein, können wir nicht ändern. Es kommt im Reichtum wieder und macht uns Sorgen. Also, irgendetwas kommt massiv wieder. Das soll jetzt auch so kommen. Und es macht uns Sorgen. Also das finde ich jetzt gar nicht mehr lustig. Weil so der Reichtum in der Wiederkehr ist einfach wirklich auch Reichtum an Sorgen. Schauen wir mal, vielleicht erfahren wir ja, was wiederkehrt. Blockaden. Also Hindernisse, Blockaden kehren wieder. Die waren schon da. Also die gleichen, was du jetzt erlebst, in dieser Art hast du schon mal erlebt. Und das massiv. Und das heißt hier Glaubenssätze ansehen. Also prüfen, was du glaubst, was du annimmst. Ja, Glaubenssätze, ich komme halt so auf nichts anderes. Also es ist unvermeidbar, weil das zur Erfüllung beiträgt. Okay. Und dadurch kommt auch alles in den Fluss. Also das, was jetzt passiert, macht uns sehr viel Sorgen, kommt wieder. Muss aber so sein, dass hier alles in den Fluss der Erfüllung kommt. Und deine Glaubenssätze ansehen, also über das Ereignis, was hier kommt, also wiederkehrend ist, über das du dir Sorgen machst, solltest du mal drüber nachdenken, warum das so ist, warum du dir da Sorgen machst, weil vielleicht ist es nur, dass du es aus einem verkehrten Blickwinkel siehst. Familie, wir selber, ein Geschenk, uns kollektiv. Also, es trifft uns alle, kollektiv, uns alle insgesamt. Also jeden Einzelnen von uns, also ist es irgendetwas, mir fällt halt keine Worte ein, etwas Größeres, etwas, was über den Dingen steht, weil es ja eben für alle ist. Es betrifft jeden im Einzelnen, aber trotzdem alle. So, das mit dem, das muss ich anders machen, das nimmt so viel Platz weg, ja. Okay. Genau, also das ist wiederkehrend, reich wiederkehrend und betrifft die Familie, uns selbst und das Kollektiv. Also ich kann jetzt sagen, gesamtdeutschsprachigen Raum betrifft es jeden Einzelnen. Jeder Einzelne sieht das ein bisschen anders. Der eine macht sich mehr Sorgen, der andere weniger. Treffen tut es uns alle, das muss so sein. Denn das ist im Grunde ein Geschenk, auch wenn wir das noch nicht so sehen. Denn es führt hier unveränderbar in den Fluss und den Erfolg. Also was wir jetzt hier sehen, ist bestimmt nicht lustig. Weil es uns blockiert, ich mag jetzt da noch eine drauflegen, weil es uns blockiert, okay, das ist jetzt offizielle Sachen, also und das uns alle betrifft, wirklich alle, jeden Einzelnen von uns, würde ich sagen, das geht vom Staat aus, weil sonst würde es nicht jeden Einzelnen betreffen. Wir werden wiederkehrend blockiert vom Staat. Da sollst du ansehen, was glaubst du denn wirklich? Ja, das soll sich jeder ansehen. Du kannst glauben, der Staat ist dein Freund. Du kannst glauben, der Staat will nichts Gutes für dich oder. Das sollst du für dich überprüfen. Da will ich jetzt gar kein Urteil haben. Ich habe mein eigenes Urteil. Das dürftet ihr eigentlich wissen. Aber ist völlig okay. Jeder, wie er mag. Und es betrifft uns alle wieder, macht uns Sorgen. Aber das muss jetzt so sein, weil wir dadurch in die Erfüllung und in den Fluss kommen. Also, wie höre ich immer wieder mal, man muss es ihnen zeigen und das sieht jetzt genauso aus, als wenn uns hier etwas gezeigt wird, dass wir so alle mal wirklich ins Denken kommen und wirklich alle, also das Kollektiv, die Familie, du selber, also wirklich alle hier ins Denken kommen, was da nicht passen könnte, weil ich habe ja hier Sorgen, also passt hier was nicht und sehr viele Sorgen. Also reichhaltige Sorgen, das heißt also, die Sorgen sind jetzt nicht bloß, ich habe Sorgen ums Geld, sondern ich habe Sorgen um Geld, um die Arbeit, um die Kinder, um die Schule, also das ist eine Reichhaltigkeit an Sorgen, ganz viele in verschiedenen Richtungen. Guck deine Glaubenssätze an. Es geht hier um ganz offizielle Sachen, also gehe ich davon aus, dass das überbetrieblich ist, also staatlich ist und uns alle angeht. Nicht verzagen. Es sagt uns, das muss so sein, weil wir dadurch in die Erfüllung kommen, weil man dadurch hinschauen muss.
Wir werden sehen. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Dienstag und kommt in eure Kraft. Umso kräftiger ihr selber seid, umso kräftiger ihr in eurer Mitte seid, umso einfacher wird das hier. Also das kommt hier ganz schneller und das hier wird viel einfacher. Wir sehen uns morgen. Habe die Ehre.